Nein. Oh oh, wir kriegen Besuch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben Besuch. Ja, wir haben eine Screamerin. Wo denn? Weiß nicht, aber sie muss dich gesehen haben. Sie hat ja gerade geschrien. Ey, ich war drinne. Du warst durchs Fenster? Weiß ich nicht, ich war drinne. Ja, Tagesaufgabe. Ach, hier, da. Sie kommt Richtung Treppe. Oh, ich hab nicht getroffen. Wo denn? Hä? Hab sie. Und sie hat noch nicht geschrien. Nur einmal, ne? Oh. Schade, das hätte ja Punkte gegeben. Genau, ich wollte Basis aufwerten. Beton aufwerten und Klingfeil. Ja, wir müssen uns vorbereiten. Ja, ja, wir müssen uns vorbereiten. Belegt. Essen kochen müsste man auch mal wieder. Ja, wir haben 2 Schmelztiegel und beide sind... Ach nee, der ist frei hier. Ich möchte geschmiedeten Stahl machen. Einmal bitte, sagen wir 40. So, ich fange jetzt an, den Mixer wieder aufzubauen. Mhm. Die haben wir schon leer geräumt? Ja. Und dann wollte ich noch einmal zum Händler gucken, zum guten Trader Joe. Und wollte meine Quest mal endlich abgeben. Darf ich den Shepherd's Pie essen? Nein, das einen habe ich noch. Darf ich ein Shepherd's Pie essen? Ja, ich habe für jeden einen gemacht, ne? Hier ist nur einer drin, ne? Ja, dann hast du schon einen gegessen, oder was? Oh, na gut. Ja. Dann esse ich eben 2 Gemüse-Eintöpfe. Sowieso viel gesünder. Vegan. Ja, genau. ja, mein Hämmerchen brauche ich mal, ne? Hämmerchen und, was brauche ich noch? Klingenfalle. Klingenfalle. Geschmiedetes Eisen, Stahl, mechanische Teile, elektrische Teile, Öl. Haben wir eigentlich alles? Ja. Ein wenig. Ja. Und wo kommen denn schon wieder diese kleinen Popelfliegen her? Ich habe 2 Stück, die mir hier das Leben schwer machen. Hm. Nee, doch nicht, sind 3. Ich brauche Haarspray und ein Feuerzeug. Mhm. Drastische Situation verlangt drastische Maßnahmen. Maßnahmen. Mhm. Ich habe sie nicht erwischt. Gut, mechanische Teile 8 und 6. 8 und 6. Also mal 4 sind 32. Du kannst Mathe. Hey. War schon immer gut in Biologie. Was habe ich gesagt? 32? Touristen. Touris. Und 6 brauche ich ja auch hier. Ah, meine Flossen tun immer noch weh, ey. Ja, nochmal gehst du nicht an meinen Kuchen. Ah, nee. Und Öl, 40. Bei den Kuchen. Als ob, ey. Oh, wir haben gar nicht so viel Öl, wie ich dachte. 12-Draht-Pfosten. Kann man Öl herstellen? Ja, in der Chemiestation aus. Ich wollte gerade sagen, bestimmt hier bei mir. Aus Schiefer und leeren Dosen. Dafür brauchen wir die Dosen, Jasmin. Ja. Dafür brauchen wir sie. Ja, ich weiß, ihr habt das schon mal geguckt. Hast du beide Werkbänke im Beschlag? Jo. Brauchst du eine, dann brech die oben ab. Okay. Aber nur, weil du das möchtest. Mhm. Oh, Entschuldigung. So, ich brauche einmal eine Klingenfalle. Langen... Munition ja machen hier, ey. System Overload. Ne, warte, ich kann die Klingentasche... Ach, egal, ich mache die eine Werkbank. So, und dann wollten wir einmal Munition machen. So.
Und jetzt, ich bin ja dafür bekannt, Tipps relativ spät umzusetzen. Warte mal, ich will den Heat etwas senken, indem ich eine Mampe mache. Schreib die nicht ab, lern lesen und schreiben. Taschenlampe. Okay. Lampe ist es nicht. Industrielicht. Und Industrielichtbirne. Aber was sieht schicker aus? Das ist stabiler. Ich brauche mal 4 Eisen, 4 Fackeln. 4. Wir müssen das erstmal alles stabil machen hier. Ja, ich bin schon dabei. Und 4 elektrisch. Das Gefühl, kennst du dieses Déjà-vu? Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gemacht hier. Was nee, denn? Aber bevor wir das Spiel gespielt haben, ja, so die Situation gerade. Ganz komisch. Das ist ja skurril, Jasmin. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ja, nix wie alles. Ne? Oh, deine Drohne. Ey, lass Peter in Ruhe. Oh, die irritiert mich, ey. Na, Peter, ist die böse Frau gemein zu dir? Nee. Ich bin mir da nicht so sicher. Peter sieht ziemlich verstört aus. Ja, das ist, weil er mit dir abhängt. Hast du das gehört, Peter? Die spinnt doch. Die meint auch, ich wäre verrückt. Die nee, du redest ja auch gerade nicht mit deiner Drohne, ne? Ganz leise unter uns. Die Alte hat sie nicht alle. Wir sollten uns ihr entledigen. Behaupten einfach, wenn die Polizei kommt, das war ein Zombie. Ja? Irgendwas stimmt. Das wird keiner hinterfragen. Was denn? Was ist denn? Hehehe, Headshot, Digga. Wo kommen sie denn jetzt? Du hast jetzt aber nicht unsere Gespräche belauscht, oder? Die war nämlich privat. Ich hab zu tun. Das ist gut. So gefällt's mir am besten. Beschäftigt. Munition. Wo sind die denn? Hä? Hast du Zombies? Ja, hier drüben gleich. Unsere Nachbarn, die sind nicht gut drauf heute. Ach, ja, ja. Die sind so spießig, seitdem ich den Hund überfahren hab. Ich weiß noch nicht, von wo die jetzt kommen. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ich habe gar keinen Cobblestone. Ach, ich kann hier nicht reparieren. Ach, da kommt er raus. Na, komm mal her. Schätzchen. Ja, kommst du jetzt auch oder nicht? Ich bin beschäftigt. Nee, dich meine ich ja auch gar nicht. Haha. Merkst du das, Peter? Wir sind überhaupt nicht mehr willkommen. Ja. Jasmin will mit uns gar nichts mehr zu tun haben. Komm, ich helf dir mal raus, Junge. Mir? Nee, hier, meinem Kumpel. Alter! Oh, sag oh. mal! So weit hat es uns schon getrieben in der Apokalypse. Ich bin also nicht mehr dein Freund. Oh, ja, danke schön. Ja. Der hat mir erstmal ein paar gezimmert, ey. Ja, das ist richtig so. Was? Ich brauch mal Cobblestone. Auf Deutsch reden. Ich brauche mal Pflastersteine. Und wann der jetzt hier so angepisst? Vielleicht war er betrunken, das passiert mir auch ständig. Ach du, als ob, ey. Ich alter Schluckspecht, ne? Du Nichttrinker. Was? Ich bin ständig besoffen. Aha. Stell mich mal nicht so gut da. Aha.
geil. Ja. Hier ist immer guter Loot. Hier Knut. Ist immer guter Loot. Du kleiner Knut. Was ist denn hier? Aua. Wieso ist denn hier schon Damage an den Gitter? Ach, das ist nicht das. Das ist draußen? Ah. Ah, das muss ich von der anderen Seite machen, wegen der Hitbox. Naja. Muss er das? Halb so wild, ne? Muss er das wohl tun? So. Keiner zu Hause hier. Voll geil, dass wir so viel Beton haben jetzt. Beton. Beton. Beton-Cheton. Beton. Oder wie man auf Niederdeutsch sagt, Beton. Niederdeutsch? Was ist Niederdeutsch? Die Gegenform von Hochdeutsch. Ach ja? Ja. So, Kruzifix nochmal. Da haben wir aber wieder ein paar Meter gemacht. Mensch, bist du eigentlich deppert? Warum machst du deine Boden nicht mit? Jasmin, kannst du mir Dismo sorgen? Nö. Ich weiß das auch nicht. Irgendwas ist da in mich gefahren. Habe ich die Hälfte vergessen. Klang das so ein bisschen ostdeutsch? Also, auf gar keinen Fall. Echt nicht? Das hört sich an, als wenn du einen Schlaganfall hast oder so. Ich finde es witzig, dass ich Ostdeutsch, dass ich die ganzen Bundesländer quasi zu einer Sprache mache. Das hört sich komisch an bei dir. Echt? Ja. Oh, ich will das auch können. Ich kann auf, auf Ostdeutsch die Uhrzeit sagen. Mhm. Es ist 8:45. Wow. Naja, geil, ne? Der kann, der Boy, der kann. Du bist ja ein richtiger Held, ey. Held. Ja, international, Jasmin. International. Oh, ich bin gerade so rübergekommen mit meinem übergewichtigen Astralkörper. So. Jetzt wäre noch von unten und oben außen das Gitter. Naja, wir machen erstmal oben, ne? Du musst mal gucken, ob wir rote Farbe kriegen. Muss ich das gucken, ja? Ja, wir brauchen rote Farbe. Dann können wir hier einen roten Teppich machen an der Treppe. So mittig. Mhm. Das wäre doch voll... Kann man halbe Blöcke streichen? Das weißt du auch nicht, ne? Warum fragst du mich das? Das wäre so cool. Oh. Ich glaube, das ist sicher. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, das ist Peters Schatten. Ja, die irritiert mich auch ständig. So wunderbar. Wie sieht der aus hier? Der hat ja noch volles Leben. So. Oh Gott. Also hier muss ich mir was einfallen lassen. Das ging noch mal gut. Ein bisschen weit hinten, ne? Oh. Besser geht's nicht. Peter! Peter! Wo treibt er sich wieder rum?
Nein! Ich meine, ein Kükenspiel darüber zu hüpfen. Mhm. Au. Ah, Jasmin. Schon wieder. Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Hm. Du wirst es mir sicherlich gleich erzählen. Nee, rate mal. Nee. Ich bin runtergefallen, hab mir das Bein gebrochen. Oh, jott. Ja. Das sollte sich ein Arzt mal anschauen. Ja, moins. Leg dich mal gleich wieder schlafen, Kumpel. Jasmin, kann ich dich mal was fragen? Was? Wo ist eigentlich das Chamäleon? Oh, halt die Klappe. Alter, dieses Lied, ey. Das Kika-Chamäleon. Hm. Wo ist das Kika-Chamäleon? Dieses Lied. Mach dein fertig, ey. Aber du fällst jedes Mal wieder drauf rein. Hätte ja sein können, dass du was Wichtiges willst, aber ich vergesse immer, dass ich wollte wissen, wo das Chamäleon ist. Ja. Jo, wunderschön. Hier, komm, den machen wir auch einmal heil. Wenn wir schon hier sind. Oh. Okay. Gut. Diesen ganzen Holzklumpen müssen wir auch nochmal zu Beton machen. Beton? Beton. Die Leitern würde ich gern Holz lassen, weil es ästhetisch aussieht. Er hat wieder eine Sprachwahl heute, ey. Jetzt weiß er auch nicht mehr weiter. Es betrübt mich zutiefst, dass mein intellektueller Verstand dich aus dem Konzept bringt. Oh nein. Oh doch. Ja, hier waren wir ja letztens erstmal. Ich leg mir mal einen Gips um, ne? Ein Gips? Hä, wieso? Oh, bist du wieder runtergesprungen irgendwo? Ich bekomme ich hab doch gesagt, ich bin gefallen. Ich wurde geschubst, Jasmin. Geschubst. Ah. Oh. Nee, natürlich nicht leid. Das war nix, ne? Weder du noch ich haben da einen Skill geschafft. Oh, da dodgt die mein Pfeil. Wieder eine Schreierin oder was? Ach, die ist doch schon weg hier. Ich habe jetzt hier die athletische Inge, die hier mit einem 360 Backflip mir richtig coole Moves gezeigt hat. Sah aus wie Breakdance. Breakdance. Oh Mann, Peter, du bist im Weg. Jetzt habe ich dich bestimmt gedamaged, oder? Also wenn dem so ist, dann tut's mir leid. Eh nicht. Doch, Peter ist mein Freund. Noch eine Schreierin. Nee. Was? Nee, hab mich verguckt. Ist nur eine Frau im Brautkleid. Hauen die meine Treppe wieder kaputt? Irgendwie kommt da gerade keiner hoch. Das ist ja schön. Ich komme gerade nach Hause. Ja. Ja, hier ist alles friedlich, ne? Ja, da waren noch irgendwelche. Nein, keine besonderen Vorkommnisse hier. Ist alles cool. Ach, ich wollte doch hier einmal die Ernte einholen, Jasmin. Mach doch fertig. Oh, es gibt wieder Ärger von der Gewerkschaft. Da hing er hinterher mit der Arbeitsleistung. Hier ist doch noch irgendwo einer, oder was? Nee. Wie willst du jetzt noch einen Streik rechtfertigen? Das haben wir. Das. 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 Ich hab für die Pilze kein Leben. So. Oh. Verdammt.
Mir, jetzt fehlt mir ein Samen. So, Yucca fehlen mir sogar drei. So. Oh, hier sind dicken Potatoes. Ja, würdest du die Samen mal alle einsammeln? Oder mitnehmen? Die du auch mal so kriegst, ne? Und nicht wegschmeißt, dann hättest du jetzt welche. Ja, ich brauch doch gar keine. Jasmin, bitte. Ja? Achso, hör doch auf. Peter, du musst da mal weg. Komm mal her. Komm mal hier an die Seite, Peter. So. Du bist eine feine Drohne. So, da brauchen wir noch vier. Warum eigentlich Peter? Keine Ahnung. Ich finde, Peter passt zu ihm. Ist ein sympathischer Typ. Oder Peter? Aha. Oh Gott. Jetzt dreht er durch. Jetzt ist es soweit. Er hat schon wieder Hunger. Ich verstehe nicht, was du hast, Jasmin. Ach so, ja, ich habe ja Benzin gesammelt hier. Ta, guck mal an, ey. War ja fleißig im Gegensatz zu dem anderen da. So, jetzt brauche ich einmal Lehm. Meinst du Peter? Nee. Peter ist auch fleißig. Welcher Tee war das jetzt, der hier Dings gibt? Ausdauer 15%, das ist der. Der rote oder der Goldrutentee, ne? Der goldene. Der goldene. Der goldene Rutentee. Mache ich gleich mal welche. Oh, ich kann ja dann wieder kochen. Wieder. Ah, ist richtig viel wieder hier. Kleiner Moment. Darf ich da einmal ran? Guck mal jetzt rein. Ach so, beim Saatgut sind auch noch Yucca-Früchte drin, ne? Das weißt du sicherlich. Komm, Peter, wir gehen. Wir sind auf diese Frau nicht mehr angewiesen. Warte. Nimm mal deinen Kumpel mit. Guck mal, Peter, oh, was ich hier Messing. Habe. Ja, gucke mal. Gucke mal, Peter. Peter, gucke mal. Warte. Da, Peter. Bis. Ja, feiner Boy. Boah, Hilfe, ey. Ich musste Peter mal füttern. Ja, du bist eine feine Drohne, ne? Komm her, ich streiche dich. Ja, fein. Oh, ich hab Hunger. Oh Mann, ja. Da fütter ich den Peter und vergesse ganz selber zu essen, Jasmin. Ganz selber. Ganz selber. Wo hast du die Sachen für den, ach, glaub vorne war das. Händler. Für den Händler, der so tut, als wäre er unser Freund, weil er unser Geld will. So, Benzin habe ich auch noch mal gefunden. Oh. Mensch, ich bin zu blöd, jetzt die Leiter hochzugehen, ey. Mann! Oh, hättest du nicht nochmal runterfallen können? Ich habe gerade erst zugeguckt. Nicht? Lustig. Oh, Jasmin, das hat mich amüsiert. Der Duft, ey. So. So, dober Dude. Warte mal, hier, guck mal. Was soll ich denn warten? Vielleicht da oben? Ich war, wie viel Licht machen die? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Hast du jetzt alles gelöscht? Kommt denn das hier rausgenommen raus? Aus den Öfen? Hast du hier irgendwas gemacht an den Öfen? Nee. Sicher? Ja. Hä? Welche Seite leuchtet denn? Eigentlich habe ich mein Blei hier gehabt.
eingeschmolzen? Ja. Ja, ist weggeschmolzen, würde ich sagen. Nein, ich hatte hab hier die Spitzen da gemacht. Die Geschossspitzen. Ja. Kein Blei mehr. Ja, da haben wir kein Blei mehr, Jasmin. Just come back. Ja, Blei brauchen wir. Mann, die Leine. Nee, ich muss erst noch. Das ist ja. Warte mal. Eine Batterie. Das ist jetzt erstmal nur zum Testen. Mhm. Kann ich die? Kann ich nicht. Aber man könnte doch eigentlich eine Batteriebank bauen. 10116. 10116. Und die später mit Solar betreiben. Oder Windenergie. Was wollte ich haben? Plastik 6. So. Elektrische Teile 11. Und 10. War das Eisen oder Stahl? Eisen. Und ich brauche dafür eine Werkbank. Diese ist gerade in Benutzung. Mhm. Guck mir oben die Werkbank an. Ich brauche mehr Werkbänke. Und jetzt möchte ich eine Batteriebank machen. Hier unten brauche ich auch, da mache ich Munition gerade. Windenergie. Hast du gehört, du Knalltüte? Hier ist noch ein schönes Leben, keine erneuerbaren Energien. Schön mit der Heizkohle. Oh, schön mit der Heizkohle. Okay, schön Altöl, ne? Da muss brennen, muss das. Also, was hast du gesagt hier? Wir haben ein neues Essen? Hä? Nein, ich mache jetzt Essen. Oh, ich habe gesagt, die Werkbank brauche ich. Okay. Ich habe schon richtig Hunger. Ja? Ja. Warum? Ich könnte eine ganze Gemüsesuppe essen. Mach ich dir. Habe ich Kartoffel? Ja. So, dann gehe ich mal los. Achso, warte mal. Kann ich jetzt eigentlich das doch machen, ne? Aber was brauche ich denn dafür nochmal? Achso, Hühnchen. Nee. Ach, ich brauche mal ein Behilfsgerüst, Jasmin. Und du brauchst mal so einiges. It's Dog. Was, Dog? Und das war dezent lustig. Das hat mich amüsiert, Jasmin. Ja, Lammration. Lamm brauchen wir auch mal. Müssen wir Schaf schlachten. Ja. Das ist ja ärgerlich. Naja. So. Jetzt möchte ich bauen einen Mixer. Mann, ey, ich brauche Wasser. Lass mal Wasser holen hier. Eieieiei. Ist hier noch einer? Nein! Wir müssen eine Wand versetzen. Echt nicht mal hoch kann. Peter, bist du im Weg? Peter, komm mal mit. So. Ich möchte gerne. How may I assist you? Yes, bleib mal bitte da. Dankeschön, Peter. Du bist der Beste. Jasmin, hätte ich das jetzt dreimal sagen müssen. Ach ja. Ich glaube eher nicht.
Ah, oh, das geht auch nicht. Meinst du, man kann die Klingenfallen abnehmen? Erkennen die das denn noch als Weg? Habe ich da gerade wen gehört? Master, we are not alone. Ja. Sag ich doch. Oh nein. It is a pleasure to Peter, serve, as you wish. Folge mir. Komm schnell mit. Bring dich in Sicherheit, Peter. Flieg davon. Warte nicht auf mich. Die Schreierin kommt. Ja, du machst einfach zu viel Hitze. Hm? Was? Wo ist sie denn? Da unten. Kannst du sie sehen, Jasmin? Ja. Wo ist sie? Ah, da. Peter! Peter, komm! Spiel. Ich will jetzt meine Munition hier eigentlich nicht verballern. Sag mal, Peter, hast du einen am Sender oder was? Wo bist du denn? Peter? Peter! Wo ist... Ah, Peter. Sag mal, du musst hier nicht den großen Held spielen. Das ist gefährlich. Lass Papa nee, das machen. Nee, der ist scheiße hier. Wir können auch nicht großartig Federn machen, ne? Pfeile. Ist aber... Mir reicht's. So, wir kriegen mal ein bisschen Unterstützung. Oh, cool. Dann warte ich erstmal ein bisschen. Polizist. Der Dicke kommt, ja. Die Sau hat mich angespuckt, ne? So, ich meine, so ein Schelm. Schäm dich, Officer. Vorsicht. Der hat mich angespuckt, Jasmin. Aha, was für ein Schelm. Was für ein Schelm. Und dieser Ganove. Ich glaube, er ist gar kein richtiger Cop. War's das? Ah, nee. Officer Schlotz ist noch da unten. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe sie auch nicht. Ich habe sie voll erwischt. Hast du das gesehen? Wie meine Schrotpfeile sie durchsiebt haben? Du hast meine Punkte gefecht. Ja. Ja, warum freust du dich? Warum nicht? Das sind meine. Das sind immer meine Punkte. Ja. Ich teile so gern mit dir. Ich aber nicht mit dir. Und dafür haben wir noch einen Slot frei. Ist es besser, die vielleicht alle einzeln zu verkabeln? Ja, Moment, Jasmin. Bitte nicht schubsen, ich arbeite mit Elektrizität. Ja, es ist nicht ganz ohne hier meine Tätigkeit. So, geht nicht, scheiße. Ich könnte die auch in Reihe schalten, ne? Aber wenn einer kaputt geht, haben die alle keinen Saft mehr. Wir machen jetzt hier Kabelsalat. Der ist aber nicht vegan. So. Oh. Jasmin, guck mal ins Loch. Welches Loch? Naja, hier draußen. Hä? Außen.
Wieso gehe ich denn jetzt hier die Treppe runter? Mann, ey! Guck dir mal den Mixer an. Einen muss ich noch verkabeln, den habe ich alle. Oha, Alter, was ist denn hier los, ey? Na, hoffentlich hält das auch. Das gibt einen richtig leckeren Zombie-Smoothie. Mhm. Außer die im blauen Kleid, die hüpft da rein. Das ist ein bisschen fett gehalten, ein bisschen hoch, ne? Oder Officer Schlotz. Geschmacksträger. Das ist wohl wahr. Deswegen vernasche ich dich ja auch immer. Mhm. So. Wie war denn das? Freischalten, reinschubsen, abschließen, ne? So. Mit O. Ja, mit A. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh J, oh J. Da wäre ich fast runterfallen, Jasmin. Mhm. So, dann wollen wir erstmal alles aufwerten, was hier in Schwierigkeiten geraten könnte. Wieso? Ach, ich muss das ja erstmal alles in Cobblestone machen. Und hier habe ich schon Kisten platziert. Ich hoffe, ich komme da von unten ran. Wer weiß, wer weiß. Jasmin, meinst du, ich komme da von unten ran? Mhm. Oh Gott. Wenn du zu einem Optimisten sagst, ne? Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und er sagt doch. Ist er denn optimistisch, dass es schlimmer werden kann? Oder ist er pessimistisch, weil er meint, die Sachlage ist so schlecht? Boah, weiß ich doch nicht. Weil wenn er sagt, doch, ist er ja eigentlich Optimist, ne? Doch, das kann schlimmer werden. Oder er ist Pessimist, weil er vom Negativen ausgeht. Hm. Oh, ich habe keinen Cobblestone, Jasmin. Problem solved. Ich bin guter Dinge, dass wir diesmal nicht so viel Schaden haben werden. Naja, ich denke schon. Und ich glaube, der Blutmond wird ein Kinderspiel. Das glaube ich nicht. Abgesehen von der Munitionslage, weil die sieht echt miserabel aus. Ich bin dabei, ja? Ja, ja. Dabei mehr, sein ja? Reicht aber nicht, Jasmin. Ja. Leistung, ich muss dich schwitzen hören. Der Typ. Kann man das auch zu... Ah, nur mit Eisen, okay. Aus Beton wäre auch geil. Es wird Nacht. Doch eine junge Truppe von jungen, mutigen Helden macht sich bereit, das Böse zu bekämpfen. Mhm. Die PJ Mask. Sind wir jetzt die PJs? Mhm. PJ Mask, Pyjama-Helden. Du guckst eindeutig zu viel Kinderfernsehen, Jasmin. Ich. Das färbt schon auf mich ab. Ich wette, oben auf der Terrasse sieht das jetzt voll doof aus mit dem Betonboden. Beton. Und Beton. Beton. Boden. Beton. Arton? Wir hätten auch statt Beton einfach Ytong nehmen können, der ist leichter. Genau, ey. So.
weiß jetzt, was mit meinem 3D-Drucker nicht stimmt. Was denn? Laut Lars fehlt mir der Flow. Geil. Hat er bestimmt recht mit. Na, ich musste den Flow erhöhen. Ich habe den jetzt mal hochgesetzt, obwohl der von... Low. Aber ich verstehe das nicht. Vom Messen her, ich habe den ja schon kalibriert gehabt. Und das hat auch gepasst gehabt. Und manchmal druckt der ja perfekte Meisterstücke, ne? Krieg keine Fabrik zu holen. Dann kommt wieder der Mist von heute. Ich sag dir, deine Platte ist kaputt. Nee, das liegt nicht an der Platte. Ja, der druckt ja manchmal richtig gut. Ja, manchmal. Ich weiß nur nicht, woran der das unterscheidet. Wieso haben wir eigentlich so wenig Federn? Wir hatten doch mal richtig viele. Ja, wir gucken schon lange nicht mehr in Nester, ne? Doch, ich schon. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, wo die Federn sind. Ich schließe an die 100 Federn, also mache ich mir jetzt ein paar Pfeile. Oh. Ja. Ja. Ich habe 15 Federn. Ja, und wer guckt jetzt hier nicht in die Nester? Ja, ich weiß nicht. Ich guck da immer rein. Mhm, deswegen habe ich auch mehr Federn als du. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe. Das ist immer so, noch bevor die Kaffeemaschine angeht, ne, gucke ich erstmal, ob Federn im Nest sind. Naja. So. Ich wollte ja hier eigentlich nochmal eine Dachterrasse machen, ne? Die muss jetzt warten. Ne, jetzt muss ich erstmal aufwerten. Hier die zwei. Ah, komm mal ran. Ich darf gar nicht alles zu Beton machen. Weil wir ja später noch umbauen werden. Ich sag dir das, Jasmin. Den Magnum braucht man einen Bauplan. Haben wir den noch nicht? Hm. Wäre geil, weil wir da voll viele Munition von haben. Magnum. Aber wir haben auch keine im... Warte mal. Nee, kann ich auch nicht machen. Da brauche ich einen Bauplan. Hab ich doch gerade gesagt, ey. Aber vielleicht können wir ein Eis hin, herstellen. Nice. Magnum muss. Nuss. Muss. Muss. Ja, Magnum muss. Magnum muss. Du bist auch so eine Muss, ey. Muss. Ja, gut, die Klingenfallen habe ich gemacht. Achso, ja genau, Licht. Batteriebank. 2 nochmal Luki Luki machen, wie das alles hier funktioniert. Ich bin froh, dass das nur ein Test ist. Kann ich die auch wieder aufnehmen? Oha. Ja. Kann ich diese Batterie eigentlich reparieren? Hm. Vielleicht gar nicht. Ich will auch nur mal was gucken, ne? Hm. Jasmin, komm mal hoch. Gleich. Wir haben jetzt ganz idyllisches Industrielicht. Habe ich schon. Schade.
Das Kaltweiß finde ich ja. Kann ich die Lampe umstellen? Nö. Kann ich die wieder aufnehmen? Cool. So, was brauchen wir noch? Blei, ne? Und Federn. So, das haben wir aufgewertet. Habe ich noch irgendwo was in Werkbänken liegen? Ich habe echt schon alles gemacht, was ich machen wollte. Klingfallen. Sieht zwar noch nicht so schön aus, aber das kommt noch. Geil. Da sind die Dinger drin. Hier drin. Fünf und zwei. Wie viele brauche ich denn? Zwei? Aber reicht der Strom? Ich komme da gar nicht hin, ne? Da lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal, da müssen wir erstmal ausbauen hier, ne? Wir kloppen die ja gleich kaputt, wenn ich das da oben stehen habe. Also vielleicht an diesen kleinen da, da so am, da nochmal einen hinter. Da einen rein. So mittig von den beiden. Und da denn auch mittig, gegenüber. Erstmal ist das Zukunftsmusik, ne, Jasmin? Hm. So. Du hast Le Jean. Die. Mann, ist hier viel Mampf. Hallo, Emil kocht. Oh, sehr gut. Ja, das passt sicher. Ich habe direkt Hunger. Ja, wenn man das ganze Essen sieht, ne? So, ich würde jetzt noch mal gern... Ah, wann macht denn der Händler zu? Ja, ist schon zu, glaube ich. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Peter, warum hast du nichts gesagt? Wir wollten nur noch zum Händler. Oh Gott. Ah, Peter. Wir können jetzt entweder noch ein Stück bauen... Oder? Das ist Stein, ne? Weiß ist Nitrat, das hier. Da lang. Komm, Peter, folge mir. Oh, geil, hier draußen war ein Lootbag. Mit... Stahlwerkzeugteile, die ich definitiv einstecken werde. Habt ihr das gesehen, Welt? Ich habe Stahlwerkzeugteile eingesteckt. Das ist bestimmt nicht das, was ich mitnehmen soll. Kann der da nicht rauf? Warum nicht? Ich glaube, als nächstes mache ich das ganze Treppending da im Beton. Ich glaube, das wird der nächste Step und dann arbeiten wir uns hier die Seite einmal hoch und runter. Die Terrasse bleibt aber definitiv aus Holz. So.
Das sollte doch, wenn mich nicht alles täuscht, Blei sein. Da. Da hat Jasmin wieder nur den Klumpen oben weggenommen. Klumpen. Nur den Klumpen. So, zur Geheimwaffe. Goldrutentee. Für echte Goldgräber. Jasmin, hast du einen Witz für uns? Nee. Vielleicht einen so richtig coolen Goldgräberwitz. Nee, du bist hier der Witzeerzähler. Aber ich habe keinen Goldgräberwitz. Ich werde demnächst einen googeln. Was soll ich da jetzt machen? Google mal, man sieht deine Cam nicht. Ist auch ganz gut so, dass man das nicht sieht. So. Peter, kommst du mit rein? Das heißt, die Peter kaputt machen, wenn ich hier jetzt hier... Auf zum Mittelpunkt der Erde. Und noch viel weiter. Peter, komm schon. Oh, ich muss mal einmal kurz weg. Bin gleich wieder da. Schlägt da einer meinen Peter? Warte, Peter, ich komm wieder hoch. Oh nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Ja. Peter, du musst noch mal ein Stückchen. Kannst du nur ein klein? Du bist ja ein bisschen im Weg. Muss ich Peter hier irgendwie rüberkriegen? Peter! Komm doch runter! Ha! So, Peter, jetzt sind wir sicher. Soll Jasmin doch gefressen werden? Wir haben immer noch uns. Ein bisschen Angst, dass das einstürzt tatsächlich. So, bei Nacht ein ganz schön dunkler Schleier, ne? So, so überbeleuchtet. Noch schlimmer. Perfekt. So. So, Peter, schubst du hier? Nee. Ich rutsch hier rein.
Oh, hier haben wir noch schön Sand. So. Ja. Da bin ich wieder. Ja, ich bin hier unten, ne? Da wurde. Wo unten? Unterm Holz. Welchen Holz? Wenn du es siehst, dann siehst es. Was ist zusammengebrochen? Gar nichts. Okay. Ich sage nur, dass wenn du dich auf den Weg machst zu mir, du würdest sehen, wo ich bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Mine hier einstürzt. Mine? Was? Aber hier ist so viel Blei, Jasmin. Wo denn? Ich höre dich schon. Hä? Schnell, Peter, versteck dich. Hä? Ich verarsche, wo bist du denn? Ach, du bist hier drunter. Was? Ach, hier. Hier ist Blei oder was? Wo? Na, da, wo du gerade bist. Jo. Ich bin gar nicht da. Hier kann man nur Holz abbauen. Deswegen ist da ein Holzblock. Hast du den gesehen? Ja, habe ich. Ah. Das ist jetzt mein Zombieschutz, damit die hier nicht immer reinfallen. Mhm. Immer. Ja. Mhm. Na denn? Ich muss weiter Munition machen. Okay, viel Spaß. Jo. Ich hole mal ein bisschen Blei für Munition, ne? Was ist das für ein weißer Streifen? Ich habe sogar 2 Punkte, die ich investieren kann. Ja, ich habe einen gehabt schon. Das haben wir fertig. Aeronaut, dein Drang zum Tüfteln ist nie befriedigt. Nur ein Genie kann es schaffen, aus einem Haufen Alteisen ein flugfähiges Gerät zu bauen. Du kannst einen Tragschrauber teilen. Habe ich das voll. So, und der Arzt. Da bin ich jetzt schon Chirurg. Na denn? Und wenn ich den Arzt, da kommt jetzt nur noch der Wunderheiler. Wenn ich den fertig habe, würde ich gerne in Altstoffsammlung und Hauptader leveln und Bergarbeitermeister. Ja, ich brauche wirklich Blei. Ich habe ein bisschen. Ich habe nämlich nur noch 20 Geschossspitzen. Ich habe jetzt knapp fast 3000 Blei. Ja, kannst du das herbringen? Nein. Vielleicht? Wieso nein. Nicht? Ich baue ab. Keine Zeit. Ja, dann kann ich keine Munition machen, du Otto. Jasmin, ich habe noch keine Pause. Ich krieg richtig los. Ärger von Peter, wenn ich aufhöre zu arbeiten. Guck mal, Ärger von mir. Ja, Peter. Er guckt schon. Das ist so ein Scheißchef. Jasmin, ich werde in einer Tour beobachtet. P
Peter, wir müssen reden. Das schimpft sich Mitarbeiterüberwachung und das ist nicht legal. Oh, oh. Peter guckt gerade so nach dem Motto, petz doch, aber dann fliegst du raus. Wenn du keine Munition hast, ne? Ja. Wolltest du mir nicht die Ohren voll? Hä, warum sollte ich? Ich hol doch Blei für Munition. Ja, ich kann aber nicht weitermachen. Ja, wenn du nichts zu tun hast, hol dir doch was ab. Doof oder was? War grad da. Ist 22 Uhr, ich kann nicht mehr raus. Genau, geht die ganze Zeit im Dunkeln in fremde Städte. Oh Mann, ey. Mein Finger ist entzündet. Ja. Scheiße. Wovon das wohl kommt? Und gestern schon. Unkrautzupfen, ey, ohne Handschuhe. Muss ich dann nachher mal Zinksalbe oder so drauf machen? Aua, das tut aber wirklich weh. Ich habe mal gelesen, dass eine Studie ergeben hat, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber, dass wenn man sich den Finger abschneidet, der Finger nicht mehr Schmerzen verursachen kann. Sind es bei dir alle Finger? Ich schneide dir gleich mal was ab. Das wäre dann doof auf Toilette, ne? Jasmin, ich habe so ein bisschen Angst hier in meiner Goldmine. Ja, hoffe ich doch. Ich hoffe, die finden dich. Nein, ich habe Angst, dass die zusammenstürzt und ich hier lebendig begraben werde. Ja. Was bist du jetzt so? Ich brauche das das Blei. Das Blei nehme ich mit ins Grab. Damit ich hier weitermachen kann, ey. Ja, was machst du denn jetzt? Patronen, also hier die Munition einsortieren, aber ich warte, bis du kommst. Hier, warum geht's denn ständig mein... Das haut mit dem Feuer hier Essen auch nicht immer hin. Achso, nee, ist ja schon fertig. So. So. Wie viel Blei brauchst du denn? Genug. Na gut, ich und Peter kommen vorbei. Was war ein paar Hülsen hier noch? Ja, also ich habe jetzt hier gleich. Aber wir kommen erst über 1000 in der nächsten Folge vorbei. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Gucken, wir kommen dem Blutmond wieder näher. Ja, mal schauen. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen dann, ey. Ja, mal gucken, wie wir uns noch vorbereitet kriegen. Nicht viel. Ja, naja, ich habe einen Mixer gemacht. Ja, ja. Ich bin optimistisch. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.